Hey, willkommen zurück. Im heutigen Video klären wir, wie viele Frauen du ansprechen musst, um erfolgreich mit Frauen zu werden. Erfolgreich mit Frauen heißt in diesem Fall, viele Frauen zu treffen, viele Frauen zu daten, mit vielen Frauen zu schlafen oder eine feste Beziehung zu finden, was auch immer davon für dich zutrifft. Viel Spaß beim Video. Also, wie viele Frauen musst du ansprechen? Oder man könnte auch fragen, musst du viele Frauen ansprechen? Wie sieht das denn aus? Die Männer sind immer verwirrt, wenn es zu dieser Frage kommt, auch gerade wenn sie dann bei mir im Coaching sind, weil sie nicht genau wissen, hey, wie viel braucht es denn jetzt wirklich? Und die meisten Männer unterschätzen ganz arg die Anzahl der Frauen, die sie tatsächlich ansprechen müssen, um sehr erfolgreich zu sein. Und natürlich ist es so, dass wenn du jetzt sehr viel Erfahrung hast, wenn du zum Beispiel Frauen auf der Straße, Frauen im Club ansprechen, wenn das dein täglich Brot ist, sage ich mal, wenn du locker bist, entspannt, wenn du sehr du selbst sein kannst, sehr authentisch sein kannst in den Gesprächen, deine Flirtfähigkeiten gut sind, dann ist natürlich klar, dass du weniger Frauen ansprechen musst, um erfolgreich zu sein. Aber generell musst dir bewusst sein, dass wenn du das machen möchtest, wenn du Frauen kennenlernen möchtest, wenn du Frauen ansprechen willst und du willst Erfolg haben, dann musst dir bewusst sein, dass du doch relativ viele Frauen ansprechen musst. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass wir quasi das Telefonbuch anrufen, so sage ich gerne. Was meine ich mit das Telefonbuch anrufen? Ich meine damit folgende Situation. Stell dir mal vor, du bist Waschmaschinenverkäufer und möchtest jetzt Waschmaschinen verkaufen. Und jetzt rufst du alle Leute im Telefonbuch an. Die Wahrscheinlichkeit, dass du Leute triffst, die schon eine Waschmaschine haben, ist ja sehr groß, denn du rufst ja einfach alle Leute unsortiert an. Im Telefonbuch sind eben auch Leute, die in die Kategorie habe schon eine Waschmaschine fallen. Und genauso ist es draußen auf der Straße. Es gibt draußen auf der Straße ganz viele Frauen, die in die Kategorie habe schon einen Freund fallen oder in die Kategorie okay, habe kein Interesse speziell an dir. Da gibt es viele Frauen. Und allein diese Tatsache zeigt dir, wie viele Frauen du ansprechen musst, um erfolgreich zu sein. Das ist aber auch ganz wichtig zu verstehen, weil Männer sich da schnell verunsichern lassen. Ja, dann sprechen sie vielleicht mal 3, 4 Frauen am Stück an und es funktioniert mit keiner. Und plötzlich denken sie sich, oh nein, das klappt ja sowieso nicht. Bei allen anderen klappt es, aber bei mir nicht. Ich kann das niemals schaffen. Mal davon abgesehen, dass es hilfreich ist, wenn Frauen dich triggern, also dafür sorgen, dass Zweifel in dir hochkommen, weil dann kannst du halt mit den Zweifeln arbeiten. Mal davon abgesehen, dass das hilfreich ist, ist es aber auch nicht wahr. Denn auch mir geht das so. Auch ich spreche mal 4, 5 Frauen am Stück an. Ich habe auch mal 10 Frauen am Stück angesprochen an einem Tag, ohne dass da was Ordentliches bei rumgekommen ist. Und das gehört einfach dazu. Ich sage nicht, sprich 10 Frauen am Tag an, denn das musst du nicht unbedingt. Aber ich sage einfach, führ dir vor Augen, wie viel Arbeit da auch tatsächlich zugehört. Und ich sage Arbeit, natürlich macht es Spaß. Es macht Spaß zu flirten, es macht Spaß über seine Grenzen zu gehen, aber man muss schon ein bisschen was investieren dafür, das muss einem ganz klar sein. Du musst aber auch investieren, wenn du Online-Dating machst. Du musst auch investieren, wenn du Social-Game machst. Denn du musst dir ja einen Freundeskreis aufbauen, das kostet eine Menge Zeit. Klar, wenn er dann einmal steht und du das alles ordentlich aufgebaut hast, dann kann das relativ automatisch laufen, aber das braucht auch viel Zeit. Das heißt, wie viele Frauen solltest du denn jetzt ansprechen? Als ich angefangen habe, und das finde ich eine gute Zahl, habe ich jeden Tag 5 Frauen angesprochen, außer am Sonntag. Vielleicht gibt es deine Stadt nicht her. Ja, ich war damals in Berlin, das ging aber auch in einer kleineren Stadt. Ich habe in Hannover damals damit angefangen. Wenn du jetzt in einer 40.000 Einwohnerstadt lebst oder 50.000 oder irgendwas in diesem Größenbereich, klar, dann ist das ein bisschen schwieriger und dann solltest du diese Zahl A entweder so ein bisschen runterregulieren oder B, du fährst dann auch mal in größere, nahegelegene Städte, um dort Frauen kennenzulernen, die aber optimalerweise nicht zu weit weg sind, weil wenn sie zu weit weg sind, dann hast du ja nichts mehr davon, weil dann kannst du die Frauen niemals treffen, ihr seid zu weit auseinander. Aber 5 Frauen ist so die Anzahl, bei der du merken wirst, dass nach einiger Zeit du wirklich regelmäßig Dates hast, jede Woche neue Dates, mehrere Frauen, die du gleichzeitig triffst und aus der du dann theoretisch die eine auswählen kannst für eine Beziehung, wenn es das denn ist, was du willst. Alles darunter, da kommt so sporadisch was bei rum und alles darüber, dann kommst du irgendwann zu dem Punkt, also nehmen wir mal an, du machst es jeden Tag 10 oder 20 sogar. Solche Zahlen gehen dann wirklich nur in wirklich großen Städten, also mal 500.000 Einwohner mindestens, wenn nicht sogar mehr. Nehmen wir an, du machst solche großen Zahlen, dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, dass du zu viele Frauen triffst und nicht genug Zeit hast, um Dates zu machen. Ich gehe jetzt mal von einem ganz normalen Typen aus, der auch noch was anderes nebenbei zu tun hat. Wenn jetzt dein Life-Purpose ist, Frauen kennenzulernen und Frauen zu daten und zu flirten, okay, dann kann das mit 20 am Tag auch funktionieren. Aber irgendwann wirst du merken, es ist einfach zu viel. Und du brauchst auch mal tatsächlich Ruhe von Frauen. Ich habe mal eine Zeit lang probiert, diese perfekte Woche zu machen, die du vielleicht aus How I Met Your Mother kennst, wo man jeden Tag eine neue Frau datet und optimalerweise auch mit der schläft. Nach 3 bis 4 Tagen hatte ich einfach keinen Bock mehr auf Dates und hatte einfach keinen Bock mehr auf Frauen. Und dann habe ich das auch nicht weitergemacht, weil ich mir dachte, boah, nicht schon wieder ein Date. Ich hatte einfach keinen Bock mehr.
Von daher, es wird auch schnell zu viel. 5 Frauen am Tag, geile Anzahl. Geh raus, mach diese Anzahl und schau mal, was sich innerhalb von kurzer Zeit in deinem Datingleben dadurch verändert. Wenn du nicht genau weißt, wie du das angehen sollst oder gar nicht weißt, oh Gott, Tim, wie soll ich denn Frauen ansprechen? Wie geht das denn überhaupt? Darf man das überhaupt? Wie mache ich das? Dann kommst du zu mir ins Coaching. Es gibt noch ein paar Plätze für dieses Jahr und die ersten Plätze sind für nächstes Jahr bereits offen. Du kannst dich bewerben, erster Link in der Beschreibung. Geil, dass du hier warst. Links neben mir abonnierst du den Channel, unter mir, wie gesagt, Coaching-Bewerbung. Und hier unten rechts, klick da unbedingt drauf, wenn du bis hierhin geschaut hast, denn da kriegst du noch zusätzliche Informationen für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du hier warst. Wir sehen uns wie immer übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.